vor 3 Jahren noch gekellnert. Nun ist er einer der gefragtesten Nachwuchs-Pop-Art-Künstler. Nico Nikolaidis aus Hannover. Eine Kunstschule hat dieser Mann nie besucht. Trotzdem verkauft er seine Werke in die ganze Welt. Bei der Eröffnung seiner Ausstellung in Hannover haben ihn Vienna Heinrich und Christopher Jaworek getroffen. Es ist ein Auftritt, der King of Pop wäre stolz gewesen. Aber schließlich ist er auch so etwas wie Hannovers King of Pop Art. Nico Nikolaidis, Nachwuchsmaler, Autodidakt und manchmal auch Rampensau. Wer hat da nicht Bock drauf, ein bisschen auf die Kacke? Und es ist geil, es ist cool, es macht Spaß. Ich sehe die Leute lächeln, ich sehe die Leute, die kommen auf einen zu und sagen, es ist eine geile Show gewesen. Und das brauchen wir doch, geile Momente, emotionale Momente. Und ich finde, durch das hier haben wir das erreicht. Erreicht hat er mit seinen gerade mal 27 Jahren schon einiges. 2015 kellnert er noch im Restaurant seiner Eltern, entscheidet sich dann aber für ein Leben als Künstler. Von heute auf morgen startet er durch, malt einfach, was ihn bewegt. Was man eigentlich lernen sollte, ist, dass man einfach nur machen sollte. Einfach drauf los. Gar nicht so viel drüber nachdenken, weil wenn der Kopf irgendwann einschaltet, dann kommen Probleme, dann kommen Herausforderungen, dann kommen Erfahrung, dann vergleicht man. Und wenn man einfach nur seinem Herzen folgt oder einfach nur drauf losmalt, so wie ich jetzt, dann passieren eigentlich so die größten und besten Sachen. Mehr als 100 Bilder hat er mittlerweile schon verkauft. Er stellte in Miami, New York oder Barcelona aus und kommt gerade von seiner ersten Ausstellung in China zurück. Es ist wie ein Riesenzirkus. Du bist die Hauptattraktion und die Leute kommen und kommen und kommen und machen Fotos. Aber sie schätzen das sehr, vor allem auch, dass die Kunst da so geschätzt wird. Auch meine Kunst ist für mich eigentlich eine ganz große Ehre. Demnächst soll er sogar an einer chinesischen Uni lehren. Nico macht nicht nur die Leinwand unsicher. Seine neueste Auftragsarbeit, ein Jaguar E-Type, der früher dem Pressechef von John F. Kennedy gehörte. Dieses Ganze war hier so ein Traum, aber das ist jetzt so Realität geworden, dass es mir gar kein Traum ist, sondern das ist wirklich, meine Ziele sind wirklich greifbar geworden. Ich weiß, wo ich hin will und ja, es macht Spaß. Es macht Spaß, wenn man wirklich so Träume zur Realität werden lassen kann. Der Jaguar bekommt dann gestern bei der Ausstellung in Hannover seinen Auftritt. Fast 300 Gäste sind gekommen, Freunde, Kunsthändler und Liebhaber. Bis zu 10.000 Euro müssen sie mittlerweile für seine Bilder bezahlen. Wenn ich 10.000 Euro hätte, würde ich es machen, auf jeden Fall. Also ich finde, er steckt ja auch sehr viel Arbeit rein. Die Kunst ist ja seine Kunst zu verkaufen, ne? Also ich habe ganz früher, wollte ich auch mal Künstler werden, aber dann habe ich gedacht, geh mir die Ideen aus. Käseschachteln möchte ich nicht bewerten und irgendwie, dann bin ich Zahnarzt geworden. Nico ist jung, aber sowas von talentiert, das ist ein Wahnsinn, was der aus sich rausholt, sieht man ja, ist traumhaft. All die Jahre jetzt, muss ich sagen, war es die beste Entscheidung meines Lebens. Nein, das ist wirklich unfassbar. Unfassbar, wenn man es mit einem Wort beschreiben darf. In den nächsten Jahren will Nico seine Bilder auf allen Kontinenten verkaufen. Und wer weiß, vielleicht wird er dann wahr. Der Traum vom Kellner zum Kunstmillionär.